Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 14. Bitte, wo ist der dringliche Antrag? Welcher denn? Warum habe ich die Zettel hier nicht liegen? So, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt weiterhin einen dringlichen Antrag. Das ist der Antrag der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Hafturteil gegen die Ärztin und Hessische Friedenspreisserien 2018. Drucksache 20/132. Hier möchte ich Sie gerne fragen, ob in diesem Fall die Dringlichkeit bejaht wird. Wer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. Ist jemand dagegen? Enthält sich jemand der Stimme? Dann ist bei einigen wenigen Enthaltungen die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dieser Top 32 und kann, wenn dem niemand widerspricht, mit Top 13 zu diesem Thema aufgerufen werden. Herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 14. Das ist der Antrag Fraktion DIE LINKE, Aufklärung und Konsequenzen aus aktuellen Polizeiskandalen in Hessen mit dem Dringlichen Entschließungsantrag. Dringlicher Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 die Grünen, klares Bekenntnis zum Kampf gegen Extremismus in Staat und Gesellschaft. Als Erstes hat sich gemeldet die Landesregierung. Ich erteile Herrn Staatsminister Beuth das Wort. Herr Staatsminister Beuth, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Polizei steht für Recht und Ordnung in unserem freiheitlichen Rechtsstaat. Sie ist dessen Repräsentant in unseren Fußgängerzonen, auf unseren Straßen und an vielen Plätzen mehr. Sie arbeitet erfolgreich für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Sie ist Freund und Helfer. Für extremistische oder gar rechtsextremistische Gesinnung ist daher in unserer Polizei kein Raum. Die Aufgaben der Polizei sind per se unvereinbar mit Extremismus und Rassismus. Deshalb gehen wir allen, auch den kleinsten Verdachtsfällen konsequent nach. 60 erfahrene Polizistinnen und Polizisten aus dem LKA und allen Präsidien ermitteln hierzu gerade unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft. Neben der Ermittlung aller Umstände dieses unsäglichen Chats in Frankfurt und der weiteren Vorwürfe gegen einige Polizeibeamte im Land wird mit Hochdruck an der Frage gearbeitet, wer die Drohschreiben an die Frankfurter Anwältin geschickt hat. Gerade die Drohungen sind eine furchtbare Belastung für die Rechtsanwältin und ihre Familienangehörigen. Insbesondere auch die Bedrohung ihres Kindes ist verwerflich, perfide und auf das Schärfste zu verurteilen. Die Gefährdungslage der Rechtsanwältin und ihrer Familie wird seit der ersten Anzeigeerstattung kontinuierlich bewertet und polizeiliche Schutzmaßnahmen durchgeführt. Seitens der Ermittlungsbehörden wird derzeit alles daran gesetzt, die Bedrohungssituation für die Frankfurter Rechtsanwältin und ihre Familie schnellstmöglich aufzulösen. Darüber hinaus gehen die Ermittlungsbehörden jedem Hinweis innerhalb der hessischen Polizei nach. Jeder noch so kleine Verdachtsfall wird derzeit disziplinar und strafrechtlich verfolgt. Die intensive Ermittlungsarbeit verdeutlicht, dass wir sehr konsequent gegen Rechtsextremismus vorgehen. Sie zeigt zugleich, dass jegliche Versuche, die hessische Polizei unter Generalverdacht zu stellen, völlig fehlgehen. Wir räumen diesen Ermittlungen die allerhöchste Priorität ein. Sie werden mit Hochdruck geführt. Glauben Sie mir, keiner hat ein größeres Interesse daran, dass wir schnellstmöglich Ergebnisse haben, als die hessische Polizei und ich selbst. Sie wissen aber, meine Damen und Herren, dass wir in unserem Land Regeln haben. Kein Staatsanwalt wird gegenüber dem Landtag oder der Presse aus einer Ermittlungsakte zitieren, solange die Beschuldigten nicht vor Gericht stehen. Damit würde in Gefahr geraten, die Schuldigen zu fassen und ordentlich zu verurteilen. Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen sind mit gutem Grund Verfahren, die nicht offen geführt werden. Daran gibt es nichts zu rütteln, und es ist unnötig, wenn nicht sogar unredlich, das zu hinterfragen. Es handelt sich
das zu hinterfragen. Genauso wenig können oder wollen wir die freie Presse einschränken hinsichtlich dessen, was sie berichtet. Es handelt sich dabei um ein Grundrecht. Dass es weder mir noch der Staatsanwaltschaft oder der hessischen Polizei gefällt, dass Ermittlungsergebnisse immer wieder ihren Weg in die Öffentlichkeit finden, das kann ich Ihnen hier gerne bestätigen. Es kann sich dabei aber um Täterwissen handeln und damit die Ermittlungen gefährden oder im schlimmsten Fall sogar Menschen in Gefahr bringen. Ich appelliere daher an die Verantwortung aller, die sich mit diesem Sachverhalt auseinandersetzen, dass sie die Ermittler ihre Arbeit machen lassen. Seien Sie versichert, dass sowohl ich, mein Ministerium, als auch die gesamte hessische Polizei nichts unversucht lassen wird, diese Verdachtsfälle lückenlos zu ermitteln. Ich bin schon eine Weile Mitglied in diesem Haus und mache mir deshalb keine Illusionen, dass bei der nächsten Schlagzeile wieder eine Skandalisierung der vermeintlich mangelhaften Informationspolitik stattfinden wird. Auch das wird der Rechtslage nicht gerecht. Die Polizei und somit auch ich stehen im Spannungsfeld des Informationsanspruchs der Abgeordneten des Landtags und den notwendigen Beschränkungen zum Schutz der funktionierenden Strafrechtspflege. Seien Sie aber auch versichert, dass all die Worte der Empörung, die in den vergangenen Sitzungen im Innenausschuss fielen und auch heute wahrscheinlich wieder fallen werden, in der Sache und für die erfolgreiche Ermittlung nichts bewirken sowie an der geltenden Rechtslage nichts ändern werden. Was ich Ihnen berichten kann, unterliegt Regeln. Eine Entscheidung darüber obliegt nicht mir. Der Generalstaatsanwalt hat ausführlich erklärt, dass nähere Angaben zu den Ermittlungsverfahren nicht zulässig sind. In der vorletzten Sitzung hat er darauf verwiesen, bei einer Information sogar geltendes Recht verletzen zu müssen. Mir geht es darum, dass die Ermittler konzentriert ihre Arbeit machen können und möglichst schnell einen Erfolg erzielen, meine Damen und Herren. Begleitend zu den Ermittlungen durch das 60-köpfige Ermittlerteam im Landeskriminalamt haben wir umfangreiche Maßnahmen initiiert, um Vorsorge dafür zu treffen, dass sich die bekannten Vorfälle, die die Sachverhalte des Extremismusvorwurfs betreffen, nicht wiederholen. Die Verfahren zur IT-Sicherheit werden überprüft. Insbesondere werden die Schutzmechanismen für Datenabfragen in den polizeilichen Auskunftssystemen gehärtet. Es werden anlassunabhängige Stichprobenkontrollen der behördlichen Datenschutzbeauftragten auf Basis neuer gesetzlicher Grundlagen durchgeführt. Wir schnüren Maßnahmenpakete zur Stärkung des demokratischen Verständnisses und der Resilienz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegen Extremismus, beginnend in der Ausbildung bis hin zu den Führungskräften in der Polizei. Wir arbeiten an der fortwährenden Sensibilisierung aller Behördenleitungen der hessischen Polizei zum frühzeitigen Erkennen von fremdenfeindlichen, radikalen bzw. extremistischen Einstellungen. Die Berichtspflichten im Disziplinarwesen im Zusammenhang mit Hinweisen auf fremdenfeindliche, radikale bzw. extremistische Haltung oder Einstellungen werden erweitert. Vor dem Hintergrund, meine Damen und Herren, der aktuellen Vorfälle soll zudem eine wissenschaftliche Studie basierend auf einem Lagebild in der hessischen Polizei durchgeführt werden. Daran werden sich bis hin zum Verfassungsschutz alle Sicherheitsbehörden beteiligen. Hieraus sollen systematisch Handlungsempfehlungen und Erfordernisse abgeleitet werden, die sich insbesondere an Führungskräfte richten und der Aus- und Fortbildung dienen sollen. Wir schaffen zudem, das sieht unser Koalitionsvertrag so vor, eine unabhängige Ombudsstelle für Probleme zwischen Bürgern und Sicherheitsbehörden. Sie wird die bisherigen Instrumente der Personalvertretung und des Ansprechpartners der Polizei ergänzen. Wie Sie sehen, meine Damen und Herren, wir reagieren umfassend. Abschließend möchte ich an dieser Stelle noch einmal in aller Deutlichkeit betonen: Gedankengut, welches nicht im Einklang mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, werde ich weder in der hessischen Landesverwaltung noch in der hessischen Polizei dulden. Wir werden im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten sehr, sehr konsequent dagegen vorgehen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Minister. Als nächstem Redner erteile ich das Wort Herrn Abg. Schaus, DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich denke, es ist richtig und wichtig,
dass wir als LINKE das Thema jetzt mehrmals in den Landtag eingebracht haben. Denn wie der Hessische Rundfunk gerade meldet, hat sich heute sogar Bundespräsident Steinmeier in Frankfurt zu den Fällen geäußert. Er wünsche sich, dass die Ermittlungen Ergebnisse bringen, sagt Steinmeier, und nach einem Treffen mit der betroffenen Rechtsanwältin Basay Yildiz. Ich kann nur sagen, ich wünsche nicht nur, sondern ich erwarte sogar, dass die Ermittlungen endlich Ergebnisse bringen und dass ein Innenminister die Dinge nicht über Monate totschweigt und zur Geheimsache erklärt. Und ja, man könnte sich auch von Herrn Ministerpräsidenten Bouffier wünschen, dass er mit den Betroffenen ins Gespräch kommt, statt immer nur Worthülsen abzugeben. Aber ich blicke jetzt erst einmal fast vier Jahre zurück. Am 30. April 2015 erklärte Innenminister Peter Beuth, einen mutmaßlichen islamistischen Terroranschlag verhindert zu haben. Es habe wenige Stunden zuvor eine Wohnungsdurchsuchung gegeben. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittele wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und der Vorbereitung eines Explosions- und Strahlungsverbrechens. Der leitende Oberstaatsanwalt bestätigte gegenüber der Presse die Angaben. Das traditionelle 1. Mai-Radrennen um Frankfurt müsse abgesagt werden. In der Öffentlichkeit kursierten sofort die Vornamen des verdächtigten Ehepaars, ihr Wohnort, ihre Nationalität, mögliche vorangegangene Delikte und Kontakte, Details zur Wohnungsdurchsuchung samt Polizeifotos und Angaben zu in der Wohnung befindlichen Kindern. Und noch am selben Abend stand Innenminister Peter Beuth damit live in den Tagesthemen und trat dort auf. Das ist nur eines von vielen Beispielen, bei denen zu Beginn der Ermittlung vom Innenministerium und der Staatsanwaltschaft sofort Details veröffentlicht wurden. Es gibt viele Beispiele, zumal wenn es sich um tatsächliche oder auch nur vermeintliche islamistische oder linke Gewalt handelt. Da hält man sich selbst nicht einmal mit vagen Verdächtigungen zurück. Aber genau das Gegenteil passiert bei den Polizeiskandalen derzeit. Da herrscht Geheimhaltung, und das geht nicht, meine Damen und Herren. Was passiert aktuell? Es tauchen wiederholt Morddrohungen gegen eine NSU-Opferanwältin auf, unterschrieben mit NSU 2.0, also der schlimmsten Nazi-Terrorbande seit 1945. Und die Spur führt auch in die hessische Polizei. Es laufen zahlreiche Ermittlungen gegen hessische Polizistinnen und Polizisten wegen Neonazis, Verhaltens- und illegaler Informationsweitergabe aus dem Polizeicomputer. Derzeit sind bereits 12 Polizeibeamte suspendiert. Weitere dürften folgen. Es laufen Ermittlungen gegen die Neonazi-Gruppe Aryans, zu Deutsch Aria. Hier geht es um schwere Straftaten, Hausdurchsuchungen, Waffen und Ermittlungen wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. Und auch hier ist ein ehemaliger hessischer Polizist involviert. Es gibt Bombendrohungen gegen hessische Justizgebäude im Namen einer nationalsozialistischen Offensive. Und es gibt zahlreiche persönliche Drohungen gegen eine unbekannte Zahl weiterer Personen, unterschrieben mit Wehrmacht. Und zu all dem hat der Innenminister zu keinem Zeitpunkt von sich aus irgendetwas berichtet. Nichts. Nicht einmal die bloße Tatsache, dass es hier diese Drohschreiben überhaupt gibt. Und das geht nicht, meine Damen und Herren. Im Gegenteil, er hielt es nicht einmal für nötig, das zuständige LKA einzuschalten, als der Verdacht in der Polizei hineinreichte. Erst als es in der Zeitung stand, wurde das LKA mit den Ermittlungen betraut. Es ist offensichtlich, bei den einen Verfahren kann Herr Beuth gar nicht schnell genug vor die Kamera springen. Aber wenn es wie hier um Polizisten und um deren mögliche Verbindung zu Rechtsextremisten geht, erklärt er die Dinge immer und immer wieder zur Verschlusssache und beruft sich auf laufende Ermittlungen. So haben wir es in allen drei Sondersitzungen im Innenausschuss erlebt. Jahrelang erlebten wir dies auch im NSU-Untersuchungsausschuss. Nazi-Gewalt und Nazi-Terror werden unter den Teppich gekehrt.
Erst recht, wenn Behörden und Mitarbeiter involviert sein könnten. Und alles wird zur Geheimsache erklärt, Verschlusssache für 120 Jahre, sage ich da nur an dieser Stelle. Nur aus den Medien erfahren wir, dass es derzeit 4 Morddrohungen übelster und fremdenfeindlicher Wortwahl, stets unterschrieben mit NSU 2.0 gegen eine Frankfurter Rechtsanwältin und deren Familie gibt und die darin enthaltenen vertraulichen Daten aus einem Polizeicomputer stammen. Gott sei Dank gibt es offensichtlich aufrichtige Personen, die nicht mitmachen wollen, dass gravierende Vorgänge innerhalb der Polizei weiter vom Minister unter den Teppich gekehrt werden. Und deshalb brauchen wir endlich auch eine Whistleblower-Regelung. Herr Beuth, es ist unfassbar, wenn Sie in anderen Verfahren noch am selben Tag Verdachtsmomente und Ermittlungsdetails veröffentlichen, aber in den hier genannten Fällen vom Verdacht auf Verbindung rechter Netzwerke in die Polizei Monate oder sogar Jahre lang schweigen. Sie können sich doch nicht nach politischem Gutdünken mal auf laufende Ermittlungen oder Persönlichkeitsrechte berufen und mal nicht. Das ist schäbig, das ist gefährlich. Besonders gravierend halte ich auch den Fall der zweifachen Weitergabe von vertraulichen Informationen aus dem Polizeicomputer durch einen ehemals südhessischen Polizeibeamten an ein Mitglied der Neonazi-Gruppe Aryans. Personen dieser Gruppe sind teils seit Ende der 90er Jahre in der überregionalen militanten Naziszene aktiv. Eine Führerfigur wurde verdächtigt, im Jahre 2000 einen hessischen Polizisten angeschossen zu haben. Trotz zwei Zeugenaussagen wurde damals die Spur wohl nicht ausermittelt. Diese Gruppe trat unter anderem mit 20 bis 30 Leuten uniformiert am 1. Mai 2017 in Halle auf, wo es zu schweren Ausschreitungen und Übergriffen gekommen ist. Mit dabei und jetzt in Halle angeklagt war die besagte Führungsfigur und seine Lebenspartnerin, beide aus Hessen. Es gab Durchsuchungen, in Hessen übrigens, bei denen Waffen, NS-Devotionalien und 5 Telefone gefunden wurden. Scheinbar wurde von den 5 Telefonen aber nur eines ausgewertet. Und ich frage, warum denn das? Bei diesem einen ausgewerteten Telefon fand man, so die Presseberichte, wohl heraus, dass ein Mitglied der Aryans mehrmals Informationen von besagtem hessischen Polizisten erhielt. Das ist offenbar schon seit Ende 2017 intern bekannt. Seit 2018 ermittelt der Generalbundesanwalt wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung. Es gab im Herbst erneut Hausdurchsuchungen. Wir als Abgeordnete erfahren davon aber erst jetzt und wiederum nur aus der Zeitung. Auf meine Fragen im Innenausschuss sowohl vor fast 2 Jahren, nämlich im Mai 2017, als auch gestern Abend habe ich lediglich erfahren, dass das alles eine Geheimsache und Teil von Ermittlungen ist, so wie wir es jetzt heute auch gehört haben. Nichts anderes. Aber was sind die Ergebnisse der Ermittlungen? Das frage ich. Gegen den Polizisten, der an die Neonazi-Gruppe mindestens 2-mal telefonische Informationen weitergab, hat die Staatsanwaltschaft übrigens exakt an dem Tag der zweiten Sondersitzung des Innenausschusses, nämlich am 17. Januar 2019, ein niederschwelliges Verfahren vor einem Amtsgericht erhoben. Gleichzeitig wurde der Innenminister nicht müde, immer und immer wieder zu betonen, dass der Polizist keine rechtsradikalen Motive bei der Weitergabe der polizeilichen Informationen an die Aryans hatte. Herr Minister, was ist denn da los? Warum wird dieser gesamte Vorgang um die Aryans und deren hessische Mitglieder seit dem Jahre 2000 von Polizei und Staatsanwaltschaft so niedrig gehängt? Das ist doch die Frage, die hier zu beantworten ist. Warum wird nicht gegen Mitglieder der Aryans wegen der Waffen ermittelt? Warum wird dem Innenausschuss nicht einmal die Tatsache mitgeteilt, dass es seit fast einem Jahr ein Verfahren wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung gegen die Aryans gibt? Das sind doch Leute aus Hessen. Was ist da los? Was spielt sich da im Hintergrund ab, meine Damen und Herren? Das ist es, was wir als Abgeordnete endlich wissen wollen. Nein, Herr Beuth,
Sie verraten kein Geheimnis, wenn Sie mitteilen, dass 2017 Wohnungsdurchsuchungen stattfanden und sich 2018 wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung ermittelt wird. Die Bundesregierung, Sie auf Ihre Redezeit ich komme zum Ende, Herr Präsident. Die Bundesregierung hat das nämlich auch schon mitgeteilt. Und daraus und darum wissen wir es ja auch. Herr Minister Beuth, Sie sind und bleiben die größtmögliche Fehlbesetzung im neuen Kabinett. Sie sind unglaublich und Teil des Problems, und wir vertrauen Ihnen diese Aufklärung nicht zu. Vielen Dank, Herr Schaus. Als Nächster hat sich gemeldet der Abgeordnete Jörg Gaff für die Fraktion der AfD. Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die AfD-Fraktion fordert selbstverständlich eine lückenlose Aufklärung rund um die empörenden Vorgänge im Fall der Frankfurter Rechtsanwältin Baza Yildiz. Allerdings warnen wir vor einem generellen Verdacht gegen unsere Polizei. Viele Kolleginnen und Kollegen der Polizei in Hessen verrichten vielerorts gute Arbeit. Sie verrichten diese Arbeit bzw. ihren Dienst an sehr vielen Dienststellen am Rande ihrer Belastbarkeit und oftmals in einem sehr frustrierenden Umfeld. Damit die schwierige und trotzdem gute Arbeit nicht pauschal herabgewürdigt wird, ist es nötig, dass man das Fehlverhalten Einzelner nicht nur jetzt, sondern immer und fortwährend aufarbeitet und entsprechend ahndet. Dies ist übrigens in der Vergangenheit schon so geschehen. Denn es ist keinesfalls so, dass unsere Polizeibehörden Fehlverhalten ihrer Beamtinnen und Beamten nicht aufarbeiten bzw. disziplinieren würden. Darüber hinaus gilt selbstverständlich, nicht nur in Bezug auf Rechtsextremismus, sondern auf jegliche Art von Extremismus, Straftaten oder sonstigen Fehlverhalten, und das nicht nur bei der Polizei, sondern überall in unserer Gesellschaft, dies aufzuklären und entgegenzutreten. Denn der Kampf gegen Extremismus ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe, und das sollte uns hier alle einen. Meine Fraktion vertraut unseren Polizeibehörden. Wir sind sicher, dass auch ohne diesen Antrag eine lückenlose Aufklärung stattfinden wird, und genau diese Aufklärung gilt es abzuwarten. Weiterhin sind wir der festen Überzeugung, dass Herr Innenminister Beuth sich seinem Amt entsprechend verhalten wird und alle Informationen an den Landtag weitergibt, wenn dies geboten ist und die Ermittlungen nicht gefährdet werden. Sollte es einmal nicht so sein, dann werden wir die Ersten sein, die ihm das vorhalten werden. Natürlich haben wir alle hier den Anspruch und ein Recht, informiert zu werden, und eben nicht nur lückenhaft aus der Presse. Aber der Innenminister hat auf der Sitzung des Innenausschusses am 17.01.2019 und auch in der Dringlichkeitssitzung gestern ausführlich dargestellt, weshalb er keine weiteren Informationen geben kann bzw. darf. Wir alle hier sollten auch nicht vergessen, dass weder der Innenminister noch wir, sondern die zuständige Staatsanwaltschaft Herrin des Verfahrens ist. Das hat der Innenminister im Übrigen gerade auch noch einmal anklingen lassen. Ich komme zum letzten Punkt Ihres Antrags. Über den Nutzen und die Sinnhaftigkeit des dritten Punktes Ihres Antrags, der auch von der Koalition vereinbarten Schaffung einer unabhängigen Ombudsstelle, liebe Kolleginnen und Kollegen von DIE LINKE, kann man geteilter Meinung sein und sicherlich trefflich diskutieren. Aber gerade dieser Punkt ist ja durch den Koalitionsvertrag eigentlich schon beschlossene Sache, und von daher hat er leider nur noch symbolischen Charakter. Denn diejenigen, die sich in Polizeibehörden auskennen, werden Ihnen sagen, dass die Schaffung einer Ombudsstelle eigentlich unnötig ist, denn die Kontrollmechanismen innerhalb und außerhalb
unserer Polizeibehörden, wenn sie denn richtig Anwendung finden, sind mehr als ausreichend. Ich verfüge über 25 Jahre Berufserfahrung als Polizeibeamter und habe für verschiedene Behörden gearbeitet. Ich kann Ihnen sagen, dass in jeder dieser Behörden bzw. Dienststellen sehr konsequent gegen Beamte vorgegangen wurde, wenn sie sich in irgendeiner Weise falsch verhalten haben. Somit halten wir die Einrichtung einer unabhängigen Ombudsstelle mindestens für diskutabel, was die Polizeibehörden betrifft. Zu guter Letzt ist es auch völlig unverständlich, liebe Frau Wissler, dass ein Mitglied Ihrer Fraktion um Verschiebung der gestern stattgefundenen Dringlichkeitssitzung des Innenausschusses gebeten hat, obwohl dort genau das Thema Ihres Antrags Gegenstand der Sitzung war. Ich möchte jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, ob Sie sich einfach nur geärgert haben, dass andere die Dringlichkeit eher erklärt haben oder Sie einfach einen anderen Termin für wichtiger erachtet haben. Tatsache bleibt jedoch, dass Sie die gestrige Sitzung verschieben wollten. Ihr Informationsbedarf in dieser Sache scheint ja nicht so dringlich zu sein. Das wiederum, meine Damen und Herren, klingt für uns ganz so, als ob Ihnen das Thema bzw. die Sache an sich doch nicht ganz so wichtig erscheint und Sie es einfach nur dafür nutzen, um politisches Kapital daraus zu schlagen. Wie jeder auf der gestrigen Sitzung des Innenausschusses sehen konnte, liegt Ihre eigentliche Motivlage klar auf der Hand. Bei allem Verständnis dafür, dass man auch mal sein Wählerklientel bedienen möchte, ist diese Vorgehensweise in einer so wichtigen Angelegenheit völlig deplatziert. Die AfD-Fraktion lehnt ihren Antrag unter anderem aus den eben genannten Gründen ab. Dem Antrag der Regierungskoalition wollen wir folgen, wenngleich ich sagen muss, dass unter Punkt 1 erwähnt wird, dass wir gerne möchten, dass die Polizei schützt und dass sie gut aufklärt. Sie haben hier eben erklärt, dass Sie unserer Polizei vertrauen. Und wenn ich mir diesen Satz durchlese, dann klingt das doch ein wenig zweifelhaft. Ich denke, diesen Satz hätten Sie sich durchaus sparen können. Es wäre nicht nötig gewesen. Und zum vierten Punkt Ihres Antrags möchte ich sagen, ich habe ja schon etwas dazu ausgeführt. Es geht ja nicht nur um die Polizei, sondern er ist ja etwas weiter gefasst. Und verhindern werden wir ihn ja sowieso nicht. Also von daher folgen wir Ihrem Antrag. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Herr Abg. Gaw. Ich darf Ihnen im Übrigen gratulieren zu Ihrer ersten Rede hier im Hessischen Landtag. Und erteile dem Abg. Bellino das Wort. Bitte schön, Herr Bellino, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zu Beginn meiner Rede zwei Dinge feststellen. Erstens. Menschen, die nicht auf dem Boden unseres Grundgesetzes stehen oder zu unserem Wertesystem sich bekennen, Menschen, die durch rassistische Äußerungen auffallen, Menschen, die andere herabsetzen, haben im öffentlichen Dienst und in der hessischen Polizei nichts zu suchen. Deshalb war es nicht nur richtig, sondern selbstverständlich und zwingend notwendig, dass die Polizeiführung, die Staatsanwaltschaft, das Ministerium sofort tätig wurden, als die Drohbriefe gegenüber der Rechtsanwältin angezeigt wurden, als ein Chat identifiziert wurde, der menschenverachtendes Gedankengut enthielt, oder ein Polizist identifiziert wurde, der aus welchen Gründen auch immer interne Informationen weitergab. Diese Drohungen, von denen ich eben sprach, sind unterirdisch und mit nichts zu rechtfertigen. Wer solche Drohbriefe schreibt, wer Menschen bedroht und einer Mutter mit dem Töten ihres Kindes droht, ist nicht von dieser Welt. So ein Hass, so eine Menschenverachtung hat in unserer Gesellschaft und in Hessen keinen Platz. Das werden wir mit allen Mitteln bekämpfen.
Zweitens, meine sehr geehrten Damen und Herren, gilt aber auch, wir sprechen in all diesen Fällen von unabhängigen Sachverhalten, die auch auseinandergehalten werden müssen. Es handelt sich hier um Einzelfälle. Das wurde auch in den bereits angesprochenen drei Sondersitzungen des Innenausschusses so dargelegt. Es sind Einzelfälle, und deshalb verbietet sich auch jeder Generalverdacht in Richtung unserer Sicherheitsbehörden und in Hinsicht unserer Polizei. Unsere Polizei, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist so zusammengesetzt, ausgebildet und aufgestellt, der Innenminister hat es ja auch eben noch einmal dargelegt, dass sie, und davon bin ich überzeugt, zu 99,9% ihrer Bediensteten auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Und nicht nur das, sie verteidigen Tag für Tag die in Deutschland geltenden Gesetze und, wo es sein muss, auch die Werte unserer Verfassung. Sie schützen dabei beispielsweise auch Menschen, die gegen staatliche Entscheidungen oder Institutionen demonstrieren. Sie schützen die Grundrechte aller und setzen dabei auch häufig ihre Gesundheit, wenn nicht sogar ihr Leben, aufs Spiel. Diese Bereitschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren, gilt es zu würdigen. Und wir müssen daran denken, dass Tausende von Beamtinnen und Beamten die Vorwürfe der vergangenen Woche zuallererst wehtun. Denn sie haben mit den Vorkommnissen nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und auch deshalb haben Sie einen Generalverdacht nicht verdient. Und auch deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, gehört es sich nicht, wenn es einzelne Politiker gibt, die davon sprechen oder den Eindruck erwecken wollen, in der Polizei gäbe es einen strukturellen Rassismus. Denn den gibt es nicht. Und hier sprechen die Zahlen eine ganz klare Sprache. Wir haben über 14.000 Beamtinnen und Beamte in Hessen in der Polizei und aktuell weniger als ein Dutzend Verdachtsfälle. Jeder Einzelne ist unerträglich, und jeder Einzelne ist einer zu viel. Aber diese Fälle sind nicht systemisch zu sehen. In den letzten vier Jahren gab es 200 Disziplinarverfahren. 12 von diesen 200 in 4 Jahren betrafen rechtsextremes Gedankengut bzw. Handlungen. Damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, soll nichts kleingeredet werden. Aber die Relation darf und muss man herstellen. Wer dies nicht tut und von einem strukturellen Problem spricht oder den Eindruck eines solchen erwecken will, ist nicht an der Aufklärung, sondern an der Skandalisierung interessiert. So sehr wir uns über die Entgleisungen Einzelner aufregen, alles, was wir bisher wussten und wissen, sind die Taten Einzelner. Nichts deutet auf ein Netzwerk hin. Und was in der Debatte häufig zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass all das, was wir jetzt wissen, von den Drohbriefen und der mutmaßlichen Quelle, die die Anschrift hatte, die den Namen des Kindes hatte, über die Weitergabe von Informationen an nicht befugte Privatpersonen bis zu dieser verwerflichen Chatgruppe durch sofort eingeleitete Untersuchungen der Polizei ermittelt wurden. Da musste man keinen zum Jagen tragen. Da wurde nichts unter den Tisch gekehrt oder verniedlicht. Ganz im Gegenteil. Dort, wo es Verdachtsmomente gab, wurde sofort ermittelt. Dort, wo man der Täter bereits habhaft wurde, gab es sofort die nötigen disziplinarrechtlichen Konsequenzen bis hin zur Suspendierung. Und dort, wo man die Täter noch nicht gefunden hat, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Das wurde immer und immer wieder in den drei angesprochenen Sitzungen des Innenausschusses dargelegt. Alleine die besondere Aufbauorganisation im Zusammenhang mit den Drohbriefen besteht aus 50 und heute haben wir gehört, jetzt sogar aktuell 60 Beamtinnen und Beamten. Und in dieser BAO arbeiten übrigens Beamten des Polizeipräsidiums Frankfurt und Polizisten des HLKA eng zusammen, von wegen es gebe keine Kooperation. Und wenn hier von Herrn Schaus darauf hingewiesen wird, dass der Innenminister Informationen nicht weitergebe, dass es eine Informationsblockade gebe, wir haben doch stundenlang im Innenausschuss zusammengesessen und haben doch mehrfach, und nicht nur vom Innenminister, sondern eben auch vom Staatsanwalt gehört, dass diese Informationen nicht gegeben werden können über das, was wir darüber hinaus auf Seiten auch erfahren haben. Es gibt ja Protokolle, die umfassen wahrscheinlich 100 Seiten, wo alles drinsteht, was man sagen kann. Aber es ist doch ein Spannungsfeld zwischen dem, was man sagen kann, ohne die Ermittlungen zu gefährden, und dem, was man dann sagen könnte. Und die Täter würden sich ins Fäustchen lachen, weil sie dann nicht mehr gefunden werden können, weil die Verdunklungsgefahr nicht nur besteht, sondern realisiert werden konnte. Das gilt es auch immer zu beachten. Unsere Aufgabe muss doch sein, dass die Ermittlungserfolge nicht gefährdet werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir
lassen keinen Zweifel daran, dass wir nach wie vor alles tun, dass solche Täter die entsprechenden Antworten bekommen. Und wir werden auch weiterhin alles tun, dass durch die entsprechenden Auswahlprogramme, durch die Aus- und Fortbildungsprogramme, die wurden eben auch schon angesprochen, immer wieder aktualisierte Schulungen und Sensibilisierungsprogramme dafür gesorgt wird, dass die nötige Sensibilität besteht, dass das nötige Fachwissen besteht, damit die Polizistinnen und Polizisten in diesem konkreten Fall auch wissen, worauf sie zu achten haben. Und wir wissen auch, dass wir einen Ansprechpartner in der Polizei bereits haben, der als Ratgeber fungiert, wenn jemand sagt, ich habe dort einen entsprechenden Verdacht. Das wissen wir doch, das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Und der im Koalitionsvertrag vereinbarte unabhängige Ombudsmann oder die Ombudsstelle wird in Ergänzung zu diesem Beauftragten der Polizei sicherlich ebenfalls wertvolle Arbeit leisten. Sehr geehrte Damen und Herren, für uns galt und gilt immer Null Toleranz gegenüber Extremismus, egal wo er anzutreffen ist. Die Hessische CDU und auch unsere Landesregierung braucht keine Nachhilfe, wenn es darum geht, klare Kante gegen Extremismus zu zeigen. Unsere Handlungen und Maßnahmen der letzten Jahre zeigen dies bereits sehr deutlich. Ich sage es noch einmal zum Abschluss ganz klar. Die hessische Polizei steht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und verdient das Vertrauen der Bevölkerung, der Gesellschaft und der Politik. Besten Dank.